So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Watch Dogs. Wir sind ja jetzt gerade hier und versuchen. Und versuchen zu entkommen. Nachdem wir jetzt im letzten, Ende letzten Videos natürlich erstmal kläglich gestorben sind, versuchen wir es jetzt einfach mal eventuell auf die brutale Art und Weise. Funktioniert jetzt auch nicht unbedingt. Ja, jetzt ist die Tür zu. Kann mal irgendwie jemand sagen, warum jetzt die Tür zu ist? Naja, gut. Also, was hatten wir jetzt gerade gelernt? Flucht funktioniert definitiv erstmal schon mal besser. Und dann sollten wir einfach versuchen, ja, kurz bevor wir ins Wasser springen, im Prinzip, ja, den Helikopter kurzzeitig auszuschalten und dann im Prinzip über Wasser zu fliehen. Ja, die schießen immer noch verdammt scharf auf mich. Der sieht uns aber auch immer wieder recht schnell, ne? Okay, also den Heli sind wir jetzt schon mal wenigstens los. Gar nicht wissen, wie der uns gesehen hat, angeblich. Okay. Dann geht jetzt der Spaß mit der Auto, mit der Verfolgungsjagd los. Jei, das kann jetzt lustig werden. Ja, toll. Okay, haben wir gleich. Ja, toll, ich krieg jetzt überhaupt nicht den Heli in den Bildschirm. Wir nehmen erstmal wieder die halbe Straße hier mit, das ist auch sehr schön. Und würden wir jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit haben, hier irgendwie den Heli loszuwerden?
Jetzt haben wir natürlich erstmal wieder überhaupt keinen Strom. Und unser Auto weiß ich auch nicht mehr, wie lange der das hier noch mitmacht. Ach. Okay, das wird jetzt wieder eine etwas längere Verfolgungsjagd, das ahne ich jetzt schon. Also die Flucht ist nervig. Und das Schöne ist ja auch wieder, dass ich wieder gerade wieder überhaupt nicht den Heli ins Sichtfeld bekomme. Ach verdammt, wir brauchen ja zwei Energiepunkte. Das kann doch nicht wahr sein. Mitten bei der Flucht und lass mich raten, wir dürfen uns jetzt wieder erneut durchkämpfen. Ach, das gibt's doch nicht. Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Gut, also sollten wir möglichst die ganze Energie hier irgendwie auf den... Ja, jetzt... Jetzt kann ich nicht einmal vernünftig meine Spielfigur steuern, weil die erstmal an der Deckung festhängen. Oh, diese Steuerung. Ich kann... Manchmal ist die sehr träge, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, hier haben wir gerade überhaupt keine vernünftige Chance auf Deckung. Naja, zumindest solange es funktioniert. Ne? Okay, das könnte jetzt auf die Art und Weise ein langer Kampf werden. Ja,
das bringt mich jetzt auch nicht gerade besonders viel. Okay, aha, Mission beendet. Also das ging ja wenigstens schon mal leichter als das Fliehen. Zumindest etwas, auch wenn ich mich jetzt hier natürlich ein wenig konzentrieren musste. Und deshalb jetzt natürlich auch nicht so viel von mir kam, so. Du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Okay, dann bewegen wir uns wahrscheinlich einmal direkt zum Tower. Ist natürlich wieder möglichst versuchen, hier ein paar Missionen auf jeden Fall zu machen. Warum rufst du mich an? Oh, ist das eine neue Nebenquest? So, das wäre zumindest ein Remote Profiling. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir wollten uns mal auf dem Weg zum Tower machen. So. Nein! Ich muss nach Hause! Okay, das wird uns wenigstens nicht abgebucht. Auch wenn ich den Typen eigentlich hacken wollte und nicht das Ding in die Luft jagen wollte. Das unglücklicherweise direkt daneben stand. So, dann bräuchten wir erstmal wieder kurz ein neues Auto. Ah, vielleicht hier nicht so. Ah, guck mal, der hier. Der hier sollte gehen. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Ich brauche die Cops und zwar so schnell es geht. Na gut, das bringt ihr aber erstmal recht wenig, denn... LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Wow! Wie groß breiten die denn den Scan aus? Okay. Das war ja wenigstens mal etwas. Besser als sich jetzt hier noch eine Verfolgungsjagd wegen einem Auto zu holen. Potenzieller Tatort. Oh, das mag ich eigentlich am liebsten. Wird es nicht. Ach komm, da fahren wir noch kurz hin. Bevor wir hier mit der Mission anfangen. So, das geht ja recht schnell immer, diese Tatorte. Und bringen es hinter uns. Hey, was guckst du so? Verdammt.
Na ja, gut, das war's dann wohl. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass er hier direkt hier vorne steht. Na ja, gut. Aber wir haben ja noch mehr Gelegenheiten. Ja, dann können wir uns ja doch wenigstens auf die Mission hier stürzen. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Okay, dann versuchen wir mal ihre Nichte zu lokalisieren. Oh. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Okay. Was soll das? Das könnte das eventuell ein klein wenig beschleunigen, aber wenn wir hier nicht mal vernünftig rennen können. Und was steht da? Nebenwirkungen sind trockener Mund, Kopfschmerzen und irgendein Leber. So viele Leute tragen ja hier wenigstens keinen Rucksack, also daher ist ein grüner Rucksack ja wenigstens schon mal sehr eindeutig. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Okay, Helena. Ich habe sie doch gerade lokalisiert. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Nochmal hacken? Ja. Onkel Envy. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Das ist schön. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Oh, das ging schnell. Angelo, also nur für die 10 Sekunden Telefonat da. Den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Oh, ein Motorrad. Die lassen sie wenigstens noch besser steuern als die Autos. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Und am besten noch mal eine Wegstrecke markieren. Da hinten haben wir unser Ziel. Oh, wir müssen ihn ausschalten. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Tja, wie schaltet man den am besten aus? Aber wir haben uns wenigstens noch auf dem Motorrad gehalten. Trotz eines kleinen Zusammenstoßes. Oh, das Licht, was ist denn das? Also, jetzt nicht, was ist Licht, aber der Blende-Effekt war sicherlich nicht unbedingt notwendig. Gut. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie ausschalten. Haben wir hier irgendwie so eine Art... Hey, wir brauchen ein paar Leute! Hey, Helena hat eine Waffe!
Ja, jetzt steig ein! Auf ihn drauf! Tu es! Oh. Das wird jetzt hier gleich wieder ein wenig schön. Okay, wie viele Verfolger haben wir denn jetzt eigentlich noch? Zwei? Diese Steuerung, das ist ja wahnsinnig. Aus irgendeinem Grund wird plötzlich im Schießen teilweise die Steuerung mal ein bisschen schneller, die Maus, dann mal ein bisschen langsamer. Und ich kann das bei mir nicht direkt an der Maus einstellen. Deshalb ich also das nicht aus Versehen mache. Jemand bezahlt Tutschi für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück damit. Also das Schießen ist echt sehr unpraktisch in dem Spiel hier. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast ja, du ihn? Ich auch. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Seine Steuerung muss definitiv Ubisoft noch irgendwas machen, wenn das hier noch ein gutes, richtig gutes Spiel werden soll. An sich, das Spielprinzip ist ja gut. Die Grafik ist ja an sich ja auch nicht gerade schlecht. Zumindest was wir bisher hatten. Gut, ich meinte zu den Frame-Einbrüchen teilweise in dem Spiel wollten sie ja mit dem nächsten Patch auch beheben. Stand zumindest in den Ankündigungen für den Patch. Leider steht natürlich noch nicht fest, wann der denn überhaupt erscheinen soll. Gut, und wir versuchen dem jetzt hier einfach mal entgegenzufahren. Und schauen, was wir hier eventuell an Explosives finden auf seinem Weg. Sodass wir das dann eventuell einfach in die Luft sprengen und ja, dann sind wir ihn ja eigentlich auch los. Ah, da hätten wir ein Dampfrohr. Ach, das ist doch schön. Allerdings versuche ich den vielleicht noch ein bisschen früher schon abzufangen. Mal schauen, was haben wir hier noch so? Eine Ampel. Ja, eine Ampel ist nicht immer so viel. Noch ein Dampfrohr. Und jetzt müssen wir natürlich vor allem das Auto rechtzeitig sehen. Gut, also noch ein bisschen mehr. Wie, die fahren da? Knall in ihn rein. Das ist jetzt unpraktisch. Also müssen sie vielleicht schon mal seinen Freund los. Wir hauen euch raus. Komm hin. Ich trage Achtung. Ja, hey, da sind wir auch schon den nächsten los und wir landen hier wieder auf irgendwelchen Autos. Ja, es funktioniert hier gerade nicht ganz so gut. Wir haben die Sau. Augen auf, der ist clever. Sieht ihn irgendjemand? Aber wenigstens fahren sie uns in alles rein, was wir haben. Was ja schon mal etwas Schönes. Gibt's irgendwas Neues? Bei uns nichts. So, dann haben wir die Mission ja auch schon mal halbwegs vernünftig gelöst. Okay, Mission abgeschlossen.
beziehungsweise Mission beendet. Und eine Selbstjustizintervention. So. Soweit sind wir auch nicht mal von irgendeinem Level-Up entfernt. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Gut. Dann mal ab in den Knast. Freiwillig natürlich. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Gehen wir erstmal schön mit einer Waffe rein. Hände hinter den Kopf, los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Und plötzlich sind wir Joe Smith. Okay. Dann. Gut, wir können uns ja hier wenigstens umsehen. Da wird. Aber sind denn hier wenigstens Kameras oder irgendwie sowas? Davon sehe ich gerade rein gar nichts. Und ich kann ja hier nicht einmal vernünftig den Blickwinkel ändern. Ach doch, da haben wir eine Kamera. Ja, dann wird es wieder einfach. Naja. Ach so, gut. Wir haben die... Wir sind jetzt einfach in einem Wachmann drin. Das soll mir auch recht sein. Dann hoffe ich einfach mal, dass der hier an dem Typen vorbeiläuft. Oder so. Eventuell... Schauen, kommen wir mit dem hier vielleicht irgendwie näher ran? Ach, und das hier sollen wir ja schon hacken. So. Der hier könnte uns zumindest gleich mal versuchen, das da zu hacken. Hoffe ich. Wenn er denn mal wenigstens seinen Kopf bewegen würde. Oh, jetzt läuft er wieder. Eigentlich meine ich genau in die andere Richtung. Nee, der schaut sich das nicht ernsthaft hier. Was will er denn? Ja. Er läuft in die falsche Richtung. Von hier aus kriege ich das Ding nicht gehackt. Okay, gut, das sind wir ja selbst. Aber was war denn hier gerade?
Da oben ist eine versteckte Kamera. Und hier haben wir wieder einen Typen, an den wir eigentlich rein müssen. Und jetzt müssten wir theoretisch einfach wieder warten, bis er daran wieder vorbeiläuft. So. Na? Na komm, noch ein bisschen näher. Na komm schon, lauf weiter. Ja, so ist es gut. Wie nah müssen wir denn da dran sein? Ach, jetzt schaut er sich doch nicht hier schon wieder. So wird das irgendwie nichts. Meinte, wir müssen uns sowieso hier irgendwie eine Etage tiefer. Und dann müssten wir irgendwie in die Etage kommen. Dazu sollten wir dann irgendwie Kontrolle über ihn hier gelangen. Bin ich denn jetzt in der richtigen Etage? Nee, ich wollte doch irgendwie eine Etage tiefer. Das ist ja auch wieder ja. Toll. Ja, ich bin definitiv eine Etage zu. So, dann versuchen wir einfach mal an die Kamera zu kommen. Und über die Kamera versuchen wir irgendwie an irgendeinen hier in der zweiten Etage zu kommen. Aber es ist hier gerade keiner, außer er hier. Der jedoch ein wenig weiterlaufen müsste. Oder warte mal, wir könnten den hier uns holen. Ach nee, mit dem können wir ja nicht. Ah, toll. Oh, das hätte uns jetzt wahrscheinlich mit der Kamera an sich auch nicht allzu viel gebracht. Das ist ja... Wir sind drin. Und jetzt haben wir wenigstens das. Können wir wenigstens das weg. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Na toll. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, auf allen Ebenen aufzupassen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, bis dann.